Servus, Ferdinand wieder hier. Jetzt sind wir in der Produktionsabteilung, wo die Auspuffe geschweißt werden, insbesondere für unsere Partner in den britischen Premium-Automarken. Jetzt kommen wir gleich zu einem Schweißroboter und vielleicht werde ich ihn sogar selbst operieren dürfen. Also Leute, wir sind jetzt da in der letzten Vorbereitung, bevor der Roboter sein Ding macht. Und sie haben mir die Erlaubnis gegeben, alle letzten Zubereitungen fertig selbst zu machen. Das ist natürlich der höchste Industriestandard, den man haben kann zum Roboterschweißen. Und hoffentlich habe ich jetzt auch alles richtig gemacht. Also, obwohl ich ein Neuling bin zu diesem ganzen Schweißen, sieht ihr, dass mein Endprodukt perfekt rausgekommen ist. Das bedeutet, ich habe schon was richtig gemacht. Oder es bedeutet einfach, dass die Maschine grenzgenial ist und einfach weiß, was sie tun muss. Leute, jetzt ganz besonders, wie ihr seht, Prototypen V eigentlich fotografieren und Videos sind absolut nicht erlaubt. Und für euch mache ich eine spezielle Ausnahme heute. Mit dem Chip. Als Rennfahrer ist es immer wichtig, so leicht zu sein wie möglich. Deswegen freuen wir uns über jeden Gramm, den wir als Speck uns nicht Sorgen machen müssen. Und aus dem Grund ist es super toll, dass Remus eben Titanium verarbeiten kann. Es gibt natürlich die Edelstahl-Variante, ist aber natürlich ca. um 40% schwerer. Das merkt man sofort, sogar wenn man nur so kleine Teile trägt. Man kann sie abbiegen, sieht, dass genau das Teil ca. genau 1 Kilo hat. Und die Titanium-Variante 600 Gramm. Also, es gibt noch einen Burger extra pro Woche für mich, Gott sei Dank. Wir sind jetzt bei der letzten Qualitätskontrolle und genau aus dem Grund werde ich natürlich Handschuhe tragen bei der Verpackung vom Auspuff, damit ihr auch keine von meinen Flecken auf eurem Auspuff dann habt. Wunderschöner Auspuff hier, gute Verpackung mit allem drum und dran, um alles perfekt anzufertigen. Sogar Klingeltöne kriegt ihr dann noch dazu mit. Die EG-Genehmigung und ein eigenes Paar Handschuhe. Alles fertig und zugemacht. Es gibt dann natürlich noch ein Gewinnspiel für euch. Ihr müsst einen Kommentar schreiben und die restlichen Informationen stehen dann unter dem Video. Also, wir haben jetzt geschweißt, wir haben jetzt verpackt und wir wollen gerne wissen von euch, was ich noch alles vielleicht möglicherweise verbessern oder kaputt machen kann. Bitte schreibt es in den Kommentaren, was noch passieren sollte und ich komme wieder zurück und mache eine nächste Episode.